Heute bewegen wir uns mal wieder mit einem dicken Ding auf den sieben Weltmeeren, und zwar dem Tier 10 Schlachtschiff Montana. Also das ist einfach ein furchteinflößendes Gerät und dementsprechend will es auch so behandelt werden. Wer hat das Ganze eingeschickt? Das war der Stormcreeper. Vielen Dank an dieser Stelle. Und wir geben mal etwas Gas und wollen natürlich sehen, wie er den Schaden, und der ist nicht ohne, am Ende an den Mann bzw. an die Frau bringt. Und da schon das erste Schiff offen, bzw. die ersten. Und jetzt in Normalgeschwindigkeit. Also Hipper, zeig mal, was du so aushältst. Achter gegen 10er Schlachtschiff. Scheinbar kommt aber da doch. Ja, gleich mal gezeigt, was hier so der Damage-Balken so raushaut. Fast 15.000 mit einer Zitadelle. Funktioniert. Kann man mal machen. Oh, leider das Gegenstück zu ihm. 10er Schlachtschiff auf der Gegnerseite ist in dem Fall die Yamato. Auch ein beeindruckendes Gerät. Aber jetzt alles erstmal nicht mehr sichtbar. Er kommt auch auf nichts dran. Ich muss jetzt warten, bis er wieder ein schönes Ziel bekommt. Kagero ist da im Rauch. Macht dementsprechend nichts auf. Die Hipper, sein schon fast Lieblingsziel, wie man an der ersten Stelle sehen konnte. Lässt aber jetzt mal außen vor, sondern er schießt auf die Kagero. Drei Treffer, ja. Auch mit Overpenetration sind es trotzdem 4000 Schaden. Und jetzt vielleicht die Amagi. Vernünftige Distanz. Zehn Sekunden ist auch überschaubar planbar. Schüsse sind gut in der Luft, könnten sehr gut kommen und tun sie auch. Alter Schwede! Zwei Zitadellen, sieben Treffer und das mit einer Amagi, ja. Schlachtschiff für den Arsch. Gefühlt war das jetzt das dritte Mal, dass er schießt, und er hat 60.000 Damage auf der Uhr. Krass. Mal schauen, ob das mit der Yamato auch so gut funktioniert. Wünschenswert im Eigeninteresse für uns jetzt wäre es das. Jetzt ist er hier angezündet worden, sofort repariert. Da kommt die Tirpitz neben ihm. Die Amagi mit zwei Treffern. Man sieht oben, wir sind bei 64.000 Schaden. Das heißt, der hat nicht so stark getroffen, aber die Tirpitz, die wird jetzt spannender. Und seine sekundären Geschütze schießen schon auf 7 Kilometer Distanz. Und er zündet ihn an damit. Die Tirpitz hat zwar Torpedos, aber was soll's? Er hat einfach Sekundäre, die 7 Kilometer schießen. So, die Tirpitz dreht jetzt bei. Das wäre jetzt wünschenswert. Tirpitz ist natürlich ordentlich schnell. Oh, jetzt dreht sie rein. Das ist dein Fehler. Das wird dein Tod sein, Tirpitz. Ne, das wird sich jetzt so böse rächen. Ersten 10.000 und die nächsten könnten noch schlimmer kommen. Nochmal 11.000. Flugzeug wird abgeschossen. Hier wird er jetzt verteidigen. Jetzt muss er da hinten. Also es ist Wahnsinn, was hier schon rund läuft. Und zerstört ist er. Und guckt mal bitte oben auf den Damage Count. Schon fast 100.000. Und die Runde ist keine 6 Minuten alt. Wirklich. Fantastisch. Das sind die Tirpitz-Torpedos. Die dürften eigentlich, genau, nicht ankommen. Und jetzt heilt er sich wieder hoch.
Jetzt geht er wohl auf die Yamato, die liegt einfach besser für ihn im Wasser. Und wir schauen mal, was der Einschlag so hergibt. 8000, 10.000. Ja, kann man doch lassen. Er sammelt unglaublich fleißig den Schaden. Die Baltimore würde jetzt perfekt liegen. Er hat auch gleich nachgeladen. Ein kleines Stück, aber bevor er seinen Spaß haben kann, hatte schon jemand anders. So, Yamato, was geht bei dir? Was geht los da rein? Ja, 5000. New Orleans eigentlich perfekt zum Schießen. Allerdings dreht er gerade so bei, dass er leider nur noch mit seinen Frontgeschützen draufkommt. Dementsprechend ist der Schaden auch sehr überschaubar. Aber so ziemlich die letzten Schiffe alle hier auf seiner Seite. Einzig die Shimakaze ist nicht zu sehen. Ja. Eine Zitadelle. Drei Treffer. Der Unterstützer hat er sich schon mal sicher geholt. So, die Fubuki muss jetzt hier aufpassen. Sonst fährt sie ja gleich gegen den Felsen. Das ist wirklich nur nett gemeint. So, und auch hier seine sekundären Geschütze schießen mal wieder ein anderes Schiff in Brand. Jetzt erstmal auf die New Orleans. Aber hier in dem Fall hat sie nochmal reingedreht, um da ein bisschen den Schwung rauszunehmen. Jetzt bloß nicht rammen lassen oder so ein Unsinn. Hält hier vorne auf den Bug. Oh, jetzt auf die New Orleans. Komm schon. Er dreht so stark bei, dass er leider nicht die Kanone mitgedreht bekommt. Aber wie gesagt, nicht rammen, das war jetzt ganz klar die Prämisse, weil das die Yamato aber sowas von sicher wollte. So, und jetzt kann er auch da die Kanonen mitdrehen und nimmt jetzt die New Orleans raus. Alles klar, perfekt. Die Yamato. Auch, jetzt kommen noch Torpedos von... Oh, der... Alter, da wollte der aber die Fubuki unbedingt hier den haben. Aber der Doppelschlag mehr als verdient. Ich weiß leider nicht genau, wann, wie, wo die Runde zu Ende sein wird. Mir fehlt die Angabe. Die hat er leider nicht mitgeschickt. Das werdet ihr am Ende aber auch sehen. Wir schauen mal. Boah, auch den hat er noch gemacht. Fein. Sorry, dass ich den so ein bisschen schnell weggespult habe. Aber er ist einfach... Er ist schon einfach ein Killer, du. So, die wird jetzt auch gekappt. Und da ist die Shimakaze. 19,8 Kilometer entfernt. Geht jetzt da auf den Nahkampf mit der Miyoko und man sieht, die nimmt sie raus, aber ich muss hier aufhören, weil sonst ist die Runde zu Ende und damit unbrauchbar. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht zu kommentieren. War eine tolle Runde von der Montana. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.